Sie haben Millionen Haushalte infiltriert. Sie haben Eltern um Geld und Nerven gebracht. Und sie haben eine ganze Generation von Kindern fest im Griff. Die Rede ist von der Paw Patrol. Let's go! Life's like a movie. Life's camera. Ryder braucht uns, beziehungsweise die Paw Patrol. Die ist sowieso immer und überall in aller Munde bei allen Familien, die kleine Menschen irgendwie zu Hause haben. Jeder kennt die Helfer auf vier Pfoten. Und jetzt wieder ganz besonders, denn es kommt der zweite Kinofilm, der Mighty Kinofilm. Wenn unsere Welt in Gefahr ist, ist ein Team bereit loszusausen. Hat er Schmausen gesagt? Nein, ich sagte Sausen. Ich muss einmal dazu sagen, ein kleiner Disclaimer, ich habe diesen neuen Film nicht gesehen. Du Glückliche. Ja, ich habe aber den alten Film gesehen und mindestens 85.000 Folgen plus halt irgendwelche Bücher, Malbücher, Spielbücher, Ausklappbücher, Stofftiere und so weiter und so fort. Also, ich finanziere diesen Bums mit, ja, und dementsprechend habe ich eine Meinung dazu und dementsprechend, glaube ich, kann ich auch noch ein paar Sachen zu diesem Film erzählen, von dem ich mitbekommen habe, dass er einfach eine ganz dreiste Neuauflage ist von einer Serie oder einer Staffel, die bereits schon mal erzählt worden ist. Dazu kommen wir gleich. Lass uns einmal drüber sprechen, warum wir glauben, dass Paw Patrol so gut funktioniert. Das ist ja die Vorschul- und Kindergartenserie überhaupt, an der, glaube ich, niemand so richtig dran vorbeikommt. Und das hat ganz einfache Gründe. Denn was da gemacht wird, ist total clever. Jeder von diesen kleinen Niedlinghunden hier, ist übrigens Rocky für alle nicht Leidgeplagten, hat einen Beruf oder eine Ausrüstung von einem Alltagsberuf, den Kinder kennen. Es gibt einen Polizisten, es gibt einen Feuerwehrhund, es gibt einen Recyclinghund, also das Äquivalent zum Müllmann oder zur Müllfrau. Es gibt einen Bauarbeiterhund. Ich bin mir nicht sicher, was der Hubschrauberhund für einen Beruf hat. Pilotin. Also alles Dinge, die man kennt. Und dieses ganze Team wird zusammengehalten von Ryder. Das ist übrigens der Ritter Ryder. Das ist eins der neuesten Objekte bei uns im Kinderzimmer. Ein 10-jähriger Junge, der die alle kommandiert, könnte man sagen. Und adoptiert hat. Adoptiert, genau. Und die haben jeden Tag in jeder Episode einen neuen Auftrag. Sie müssen Babytiere retten, sie müssen kaputte Straßen reparieren, sie müssen Häuser vorm Einschützen stützen. Also sie haben jeden Tag eine neue Mission, die sie erfüllen. Und das ist eigentlich schön, denn die Lektion ist, helfen tut gut, beschützen, retten und füreinander da sein sind gute Werte. Und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, denn keine Pfote ist zu klein. Und keine Aufgabe ist zu groß, wenn man halt irgendwie zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich auch meiner Ansicht nach ein echt positiver Aspekt an der Kinderserie. Und jetzt, nachdem wir jetzt gelobt haben, warum wir Paw Patrol auch in unser Kinderzimmer haben einziehen lassen, als hätten wir eine Wahl gehabt, ne? Aber warum wir uns nicht schlecht deswegen fühlen, kommen wir jetzt mal zu den Dingen, die vielleicht ein wenig bedenklich oder zumindest bedenkenswert sind. Und um das zu verstehen, muss man einmal über die Entstehungsgeschichte von Paw Patrol reden. Denn anders als viele andere Merchandise-Produkte war es hier nicht so, dass es erst die Serie gab und dann das Spielzeug, sondern hinter Paw Patrol steckt ein Unternehmen namens Spin Masters. Und Spin Masters ist der Hersteller von all diesen großartigen Dingen, die ihr hier seht und von denen ihr bestimmt auch was zu Hause habt. Und Bakugan. Und Bakugan. Und die hatten Bakugan. Das sind diese kleinen Golfball-großen Kugeln, die man wirft und dann entstehen da so kleine Tiere drauf. Also so eine Transformationsgeschichte. Und die haben gesagt, ja, das ist ja toll, das kommt gut an, damit werden wir reich, aber wir könnten noch reicher werden, wenn wir etwas Vergleichbares für jüngere Kinder haben, was nicht so filigran ist. Wir brauchen Fahrzeuge, die sich verwandeln können für die Zielgruppe Kita und Vorschule. Das war der Masterplan. Und um diese Spielsachen zu verkaufen, haben sie gesagt, wir entwickeln eine neue Kindergarten- und Vorschulserie. Und haben sich dann den Schöpfer von Bob der Baumeister als Lehrmeister bzw. Ratgeber hinzugezogen. Keith Chapman, der hatte eine fantastische Idee. Der hat gesagt, macht nicht denselben Fehler, den ich mit Bob der Baumeister gemacht habe, weil meine Serie gucken fast nur Jungs. Ihr braucht was, was Jungs und Mädchen gut finden. Nehmt Hundewelpen. Und so ist die Paw Patrol entstanden. Superkraft ist sagenhaft. Ich bin eine Abrissbirne. Also er wollte halt schon wirklich ein geschlechtsneutrales Grüppchen da entstehen lassen. Und es ist eigentlich, doch sehr einseitig. Beziehungsweise es gab halt nur eine weibliche Figur.
obwohl es ja keine Rolle spielen sollte, beziehungsweise obwohl man ja von vornherein gesagt hat, wir möchten mehr Mädchen erreichen. Und die ist natürlich ganz klassisch dann auch komplett in rosa gekleidet. Sky! Ich war das nicht. Oh, Wahnsinn! Gerade bei Kinderserien nennt man das Ganze das Schlumpfinen-Prinzip. Also es gibt eine große Gruppe an Protagonisten und die sind alle männlich. Und es gibt ein Mädchen und das ist natürlich auch rosa und mit extra viel Wimpern und Lidstrich ausgestattet. Das finde ich auch tatsächlich schade, wenn die Idee war, beide Geschlechter gleichermaßen anzusprechen. Stellt euch das mal im Porno vor, das wäre was ganz anderes. Wie hast du jetzt diese Linie? Ich sag's ja nur. So, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, 10 Jahre später, wo der zweite Kinofilm jetzt rausgekommen ist, haben sie gemerkt, irgendwie ist das doof, irgendwie kommen die Mädchen bei uns nicht so richtig zur Geltung. Deswegen wurde schon im ersten Kinofilm noch ein Mädel eingeführt und jetzt im zweiten Kinofilm hat Sky dann jetzt ja, ihren großen Auftritt und darf Adventure City retten. Ich glaube, wir haben Superkräfte. Und deshalb trage ich einen Helm. Was insofern ein bisschen Quatsch ist, weil das durfte sie auch schon im letzten Film. Ja, also da gab es halt auch schon eine große, da gab es schon einen großen Moment für sie, ja, wo ihre Aktion entscheidend war für den Ausgang des Tages. Und das wiederholen sie jetzt einfach. Genau wie die Tatsache, dass sie jetzt halt Superkräfte bekommen, obwohl sie in der Serie schon mal Superkräfte bekommen haben. Wie wär's mit Paw Patrol? Aber mehr mit einem gewissen Extra. Oh yeah. Wie wär's mit die Superhunde? Also ich habe schon Schwierigkeiten, wenn mir jemand sagt, ja, du musst alles ab dem zweiten Film jetzt vergessen. Das geht jetzt wieder von vorne los, es ist ein Reboot. Probiert das mal Kindern zu erklären. Das funktioniert nicht. Und was aber gleich geblieben ist, im Film wie in der Serie, ist dieses bedingungslose Ausführen von Befehlen, die diese Hunde von Ryder erteilt bekommen. Das sind gute Befehle. Es geht immer darum, gute Dinge zu vollbringen. Aber Ryder sagt, macht XY und die Hunde kommen angehechelt und rennen los und erfüllen die Aufträge. Und ich möchte mal sagen, das sind Werte, die so in den Kinderserien, die wir beide jetzt zum Beispiel früher geguckt haben, nicht so eine Rolle gespielt haben. Also da ging es doch irgendwie mehr darum, seid laut, seid stark, seid wild, seid Pippi Langstrumpf und ja, tobt irgendwie durchs Leben und widersprecht auch mal den Eltern und nicht immer so dieses, ich habe einen Auftrag und den muss ich erfüllen. Also ich verstehe schon, dass das gut ankommt bei der jungen Zielgruppe, aber es ist auch ein bisschen limitiert in der Ansicht. Weil selbst He-Man hat am Ende schon mal gesagt, ey, ihr dürft nicht immer alles irgendwie bedenkenlos schlucken oder so, ihr dürft auch mal Sachen hinterfragen. Dann halt auch so Sprüche wie, gehst du gegen einen von uns, gehst du gegen alle von uns. Ich weiß nicht, ob das so singt. Das klang jetzt nach He-Man, das ist aber ein Zitat aus dem Film. Das ist ein Zitat aus Paw Patrol, aus dem neuen Film. Wenn sie einen von uns angreifen, greifen sie uns alle an. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Message ist, die kleine Kinder unbedingt schon mitkriegen müssen oder verinnerlichen müssen. Zumal, es geht ja jetzt mittlerweile nicht mehr darum, irgendwelche Probleme zu lösen oder irgendwelche Umweltkatastrophen irgendwie zu vereiteln oder sonst irgendwas. Nein, es geht jetzt gegen eine große Bösewichtin. Diese Superkräfte gehören mir. Die schnappe ich mir eine nach dem anderen. Ich fasse es nicht. Ich kann sprechen. Ich habe so viel zu sagen. Her damit. Ja, das ist tatsächlich neu im neuen Film. Bis jetzt war das immer sehr verlässlich, dass bei all den, es sind über 235 Folgen, glaube ich, und auch beim ersten Film, es gab keine Bösewichte. Es gab immer nur einen tollpatschigen Bürgermeister, der irgendwie dumme Sachen angestellt hat, die man dann wieder ja, rückgängig machen musste. Aber es gibt im neuen Film, und das ist ein Hinweis an alle Eltern, die mit ihren Kindern in den Film gehen wollen, es gibt tatsächlich eine verrückte Professorin, eine verrückte Wissenschaftlerin, die ist ganz schön durchgeknallt und fies. Und gegen die muss dann letztendlich doch gekämpft werden, martialisch. In Form von Superhelden. Schießt der tollpatschige Hund Feuerbälle aus seinen Pfoten. Und dann saß ich da aber in der Pressevorführung mit unseren beiden Kindern. Und die konnten ihr Glück gar nicht fassen. Und jetzt möchte ich mal am Ende noch zu einem kleinen versöhnlichen Fazit mit den Helfern auf 4 Pfoten kommen. Ne? Die Kinder feiern das und zelebrieren das. Und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht sollten wir denen diesen Quatsch genauso sehr gönnen, wie wir selbst uns manchmal idiotische Fernsehserien gönnen. Und auch denken, es ist vollkommen okay, wenn wir so einen No-Brainer anschalten.
Ich brauchte jedes neue Mask-Fahrzeug. Ich habe mir 50.000 He-Man-Figuren gekauft, die alle den gleichen Oberkörper und die allen gleichen Unterkörper hatten. Oder beziehungsweise, wo der Unterschied eigentlich nur der Kopf war oder die Farbe. Ja. Deswegen habe ich am Ende dieses Videos nur nichts anderes übrig, als ganz viel Liebe für alle Eltern da draußen, die genau wie wir auf diese Merchandise-Maschinerie reingefallen sind. Ihr seid nicht schuld, es war von Anfang an so geplant. Die hatten das von Anfang an so vor mit uns und man ist kein schlechtes Elternteil, wenn man seinen Kindern diesen Plastikquatsch kauft. Das ist mein Fazit dieses Videos. Unsere Kontoauszüge sind gleich. Jetzt, wo wir Superhunde sind, kann ich doch nicht einschlafen. Du bist bestimmt müder als du. Ach, das glaube ich jetzt einfach nicht. Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, wer von euch zu Hause auch in Paw Patrol Merchandise untergeht. Wer ist euer Lieblingsfellfreund? Ich kann es sagen, meiner ist Rubble, der ist witzig. Rubble ist witzig. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen viel Freude, wenn ihr auch mit euren Kindern, Neffen, Nichten oder Patenkindern in den neuen Paw Patrol Film geht. Aber ansonsten gerne nochmal Abo dalassen, Glocke drücken und so weiter. Danke. Tschüss. Tschüss.